So sieht es aus, wenn Fußballfans in Corona-Zeiten das Spiel ihrer Lieblingsmannschaft verfolgen wollen. In einer Kneipe in Dortmund mit teils gesperrten Tischen verfolgen Fans das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 mit ausreichend Abstand und teils mit Gesichtsmasken. Nach der mehrwöchigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie rollt der Ball nun wieder in der Bundesliga und in der zweiten Liga, aber ohne Zuschauer in den Stadien. Die Spiele finden aus Sicherheitsgründen vor leeren Rängen statt. Die Deutsche Fußballliga will die Saison bis Ende Juni zu Ende spielen. Grundlage für das grüne Licht der Politik ist das Hygiene- und Schutzkonzept der DFL. Beim Torjubel sollen Umarmungen oder Abklatschen unterlassen werden. Stattdessen sollen sich die Spieler nur kurz mit den Füßen oder dem Ellenbogen berühren. Trainer und Ersatzspieler müssen auf der Bank Masken tragen. Bei Spielern und Clubs, aber auch bei den Fans stößt das auf geteiltes Echo. Das gewohnte Fußballfeeling fehlt erstmal. Doch immerhin, der Ball rollt wieder.